Liebe Toysammler, liebe Spielzeugbegeisterte, sichert euch jetzt ein Ticket für unsere Toyplosion am 26.08.23 in der Castrop Rauxel Europahalle unter www.toyplosion.de. Natürlich wird es auch eine Tageskasse geben. Allerdings haben wir nach 48 Stunden gerade mal schon bereits 40% der Karten verkauft. Die sind vergriffen, die sind weg. Deshalb sichert euch jetzt eure Karte. Und nun viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen, liebe Mega Constructs Fans, liebe Masters of the Universe Fans, liebe Toysammler, zu einem neuen Review von mir, von der Kampfmaschine. Ja, ihr könnt sehen, diesmal geht es um das SDCC 2022 by the Power of Grayskull Pack. Hier haben wir das schöne Stück zum 40. Jubiläum, wie da drauf steht, mit knapp 500 Teilen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Dieses Pack ist schon einige Zeit vergriffen, war über Mattel Creations zu bekommen. Ich habe es im Tausch bekommen vom lieben Osman. Schöne Grüße übrigens. Da konnte ich mir zwei Sets sichern von ihm. Nochmal, bin mega happy über den fairen Tausch, den wir gemacht haben. Ich öffne das Teil mal für euch. Wie ihr sehen könnt, es ist nicht ganz so einfach, weil ja, das immer wieder zuschwingt. Muss auch dazu sagen, dass das Teil wirklich also auch ein bisschen was an Gewicht hat. Das liegt auch in der schweren OVP. Ah, wirst du wohl jetzt hier mal ein bisschen, ja, dich öffnen lassen. By the Power of Grayskull, das ist das Mega Constructs Packs, was es so nicht im Handel gibt, sondern wirklich nur SDCC 2022 exklusiv, beziehungsweise auch nur auf Mattel Creations zu bestellen. Hier haben wir die wunderbare Innenseite, wo wir den Hauptkarton mal einfach mal rausgenommen haben. Den ich jetzt mal hier für euch mal öffne. Tada! Ja, das ist die Gebrauchsanleitung mit einem wunderbaren Bild mit He-Man vor dem Grayskull-Tor. Da haben wir wieder die Rückseite. By the Power of Grayskull, der berühmte Spruch, den wir alle Sammler kennen und lieben. So, wir gucken uns das schöne Teil mal an. Okay, hier haben wir die einzelnen Figuren. Wie gesagt, sind zwei Figuren dabei. Hier der Zusammenbau. Prinz Adam und He-Man. Ja, und hier natürlich die Gebrauchsanleitung. Also das Heft ist schon ein bisschen dick. Hier wird nochmal alles erklärt. Ja, sehr schön gestaltet. Hier zeige ich euch mal den Karton, das Innenleben, dass da wirklich die Tütchen drin sind. Ich hoffe, ihr könnt es. Ja, kann man hier gut erkennen. Schauen wir uns gleich alle im Detail an und gucken, ob auch wirklich ja, alles dabei ist. So, da haben wir sie mal. Liegen hier alle. Hier sieht gut aus. Okay, hier steht glaube ich eine 4 oder so. Okay, das sind die ganzen Tüten. Da die Nummerierungen. Da ist Nummer 3. Hier 5. Und wo ist denn die? Ach, da ist es. Genau, richtig. Da haben wir Adam und He-Man. Beide schon zusammengebaut. Sehen noch ein bisschen vom Detail anders aus. Hier sehen wir sie nochmal. Und da habe ich sie einfach mal nebeneinander gelegt. Wie ihr sehen könnt, die Bemalung ist ein bisschen schöner als bei den Standard-He-Man. Da haben wir auch die Rückseiten. Da ist eine Öffnung. Ich bin mal gespannt, wo das dann reingehört. Jetzt zeige ich euch mal die kleinen Schwerter. Sehr gut detailliert gemacht. Und die Schwerter sind auch von beiden Seiten gesculptet. Also das heißt, es sind nicht so Schwerthälften, sondern die sind komplett rund. Jo, Freunde, und nun machen wir uns an den Aufbau. Okay, gut. Hier habe ich mal schon mal das eine Tütchen geöffnet. Und bis jetzt kommt man gut voran. Ihr seht hier, da ist es wohl irgendein Verbindungsstück. Da sind die Zahnräder. Was es damit auf sich hat,
denke ich, wird sich noch von alleine erklären im Laufe des Videos. Okay, sieht soweit alles safe aus. Okay, das kommt dorthin. Ist auch wirklich sehr gut erklärt. Wir gucken uns das einfach mal an, dieses Gerüst. Ah, seht ihr? Klack, da nochmal ein bisschen festmachen. Kleiner Tipp, kontrolliert eure Teile, die ihr zusammenbaut, ob das wirklich auch alles bombenfest sitzt von allen Seiten. Hier haben wir auch noch ein kleines Stückchen, was nicht ganz so fest ist. Drückt da auf jeden Fall nach, so dass das alles dann am Ende stabil ist und nicht eine wackelige Angelegenheit wird. So, hier haben wir, das sieht aus wie die Klappe, wo der He-Man oder der Adam steht. Ganz genau, hier. So, und das ist dieser Mechanismus. Okay, wie rum ist jetzt richtig? Da seht ihr auch so einen Pin. Und ich denke mal, da wird dann der Adam oder He-Man beziehungsweise reinkommen. Hier seht ihr den Mechanismus nochmal. Ja, soweit, so gut. Jetzt haben wir einen Teil vom Tor schon bereits aufgebaut. Und jetzt nimmt das Ganze auch wirklich langsam Gestalt hier an. Ja, soweit bin ich zufrieden. Daumen hoch. Okay, hier haben wir einen kleinen Teil vom Grayskull-Tor aufgebaut, der einfach da drüber kommt. Nämlich hier oben drauf. So, ein bisschen festdrücken noch. Das sieht doch schon wirklich langsam nach Grayskull aus. Fehlt aber noch was. Nämlich die Kuppel. Also man muss wirklich sagen, dass das, dass der Zusammenbau wirklich echt Spaß macht. So, die Kuppel ist draufgesetzt. Der He-Man steht schon mal daneben und bewundert das Ganze schon mal. Okay, wir versuchen ihn richtig in Pose zu bringen. So gut es halt geht. Die Figuren sind ein bisschen empfindlich, muss ich sagen. Schnell geht der Arm ab oder sonst irgendwas. Aber dadurch halt, dass da so ein Pin dabei ist, kann man den quasi wieder da rein stecken und dann klickt der auch wieder ein. So, liebe Freunde, hier haben wir einfach mal das komplette Grayskull-Set aufgebaut. Hier könnt ihr es in der kompletten Pracht sehen. Das finde ich richtig gut, diesen Mechanismus, wo man das Schild da reinsteckt. Mal hier von allen Seiten für euch mal aufgenommen. So sieht es aus, quasi als ob irgendeine Hälfte fehlt. Mal die komplette Rückseite. Ihr seht ja, das ist einfach nur ein Teil der Burg. Einfach die Szene, wo Prinz Adam sich verwandeln soll. Mal von allen Seiten hier. Und dann jetzt checken wir mal, ob die Action auch funktioniert. Ah, okay, man muss ein bisschen mit Kraft drehen. Hier haben wir Adam. Und er wird zu He-Man. Hier haben wir ihn nochmal. Ihr seht, die Figuren sind wirklich sehr schön gearbeitet. Ein bisschen schöner als die Standardfiguren. Adam. He-Man. Und hinten auf der Rückseite vom Rücken ist halt diese Öffnung. Da wird der Pin reingesteckt. Und hier jetzt einfach mal in der vollen Pracht. Also das Set macht wirklich was her. Wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Ich kann es euch echt empfehlen. Der Zusammenbau war nicht unbedingt schwierig, allerdings hat ein Teil gefehlt im Innenbereich, ein schwarzes, da habe ich einfach eins genommen, was übrig war, das war ein grünes, also man sieht es nicht. Ne? Und jetzt probieren wir die Action mal aus. Adam. He-Man. Also auf jeden Fall von mir Daumen hoch für dieses wunderbare Set. Was vom Preis her auch nicht so teuer ist. Ich denke mal, der wird sich einfädeln zwischen 80 und 90 Euro. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Channel auch für weitere Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder und spätestens in der Motor Bros Gruppe. Macht euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis dann, eure Kampfmaschine.